Hallo, ihr wunderbaren Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Jahreshoroskop 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. In diesem ersten Teil gehe ich ausführlich auf eure langfristigen Tendenzen ein. Es ist also euer Erlebnishintergrund für 2018. Im zweiten Teil gebe ich euch einen Überblick über die Highlights und die kritischen Phasen mit den Liebesplaneten. Teil 2 erscheint rechtzeitig bis Neujahr und wenn ihr meinen Kanal abonniert, werdet ihr benachrichtigt, sobald das Video online ist. Natürlich bin ich jederzeit für eine persönliche Beratung für euch da und ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und alle Infos dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier oben im Bild. Dann habe ich eine ganz tolle Verlosung für euch, mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt wollen wir aber in eure Sterne für 2018 schauen. Ihr habt weiterhin fast das ganze Jahr den Mondknoten in eurem Partnerhaus und das ist ganz toll für die Liebe und für Begegnungen. Singles können einen neuen Partner finden, Liierte begegnen wichtigen Weggefährten, die ihnen wertvolle Impulse geben. Die wichtigste Nachricht ist, dass euer Herrscherplanet Uranus das Zeichen wechselt. Er wird vom Widder, wo er günstig für euch steht, in den Stier wechseln, wo er stärkere Herausforderungen bringt. Jupiter im Sonnenhaus der Karriere zeigt an, dass ihr beruflich ein großes Stück vorankommen werdet. Und die Liebesplaneten sorgen in der zweiten Jahreshälfte für Furore. Und jetzt schauen wir uns euren Erlebnishintergrund genauer an und was die Aspekte im Einzelnen bedeuten. Und wir fangen an mit eurem Herrscher, dem Uranus. Denn ihr steht natürlich stark in Resonanz mit den Bewegungen und den Aspekten dieses wichtigen Planeten. Weil Uranus das Unerwartete anzeigt, kann man für 2018 sagen, dass die Hälfte der Zeit voller unerwarteter Wunder ist, die andere Hälfte voller unerwarteter Störungen. Die günstige Phase ist von Januar bis Mitte Mai und dann nochmal von Anfang November bis März 2019. So lange steht der Uranus noch hier im Widder günstig für euch und da dürft ihr beruflich mit aufregenden neuen Angeboten rechnen und ihr trefft interessante Menschen, mit denen ihr überraschend gute Gelegenheiten findet, es sei es geschäftlich oder privat zum Flirten oder als Freundschaften, also positive Überraschungen. Den direkten Aspekt empfangen die Geburtstagskinder vom 13. bis 19. Februar. Von Mitte Mai bis Anfang November bildet Uranus dann einen Spannungsaspekt auf eure Sonne, und zwar hier aus dem Stier heraus. Und das betrifft auch euer viertes Haus der Familie. Besonders wenn ihr zwischen dem 20. und 23. Januar geboren seid, verspürt ihr den Drang, etwas zu verändern, manchmal auch verursacht durch äußere Ereignisse. In Beziehungen denkt ihr vielleicht an Trennung, weil ihr das Gefühl habt, mit eurem Partner nicht mehr auf einer Wellenlänge zu sein. Da müsstet ihr dann schon Beziehungsarbeit leisten, vielleicht sogar an eine Paartherapie denken, um diese neue Entwicklung als Paar zu bewältigen. Auch in der Familie werden sich Dinge ändern, vielleicht weil jemand aus- oder einzieht, vielleicht weil ihr den Wohnort wechselt, vielleicht weil ihr arbeitsbedingt wegzieht. Diese Einflüsse sind aufregend, aber auch anstrengend. Gewöhnt euch schon mal dran, also alle Wassermanngeborenen, denn der Uranus wird ab März 2019 für 7 Jahre diesen Aspekt zur Wassermannsonne bilden und da kommt ihr dann auch alle dran. Und je mehr ihr Veränderungen willkommen heißt und euch flexibel darauf einstellt, desto einfacher wird es, diese Energie in euer Leben zu integrieren. Die kosmischen Schwergewichte, Saturn und Pluto und bis August auch die Lilith, stehen in eurem 12. Haus der Spiritualität und Neptun steht in eurem 2. Haus des Selbstwerts. Diese Kombination kann euch ganz tiefe spirituelle Einsichten bringen, kann euch aber auch mit großen Ängsten konfrontieren. Es kann sein, dass ihr zwischendurch euren Lebensweg in Frage stellt oder das Bedürfnis habt, eure tiefsten Motivationen zu erforschen. Dazu trägt auch bei, dass der absteigende Mondknoten ja hier bei euch im Zeichen steht und euch mit der Vergangenheit verbindet. Eventuell kommen sogar Gefühle oder Visionen aus vorherigen Leben in euch hoch. Wenn ihr schon immer mal eine Reinkarnationstherapie machen wolltet, könnt ihr euch das für 2018 gut vornehmen. Auf jeden Fall hilft es euch sehr, wenn ihr eine starke spirituelle Basis habt, wenn ihr wisst, woran ihr glaubt und worauf ihr im Leben vertrauen könnt. Glücksplanet Jupiter ist 2018 auch in einer sehr wichtigen Position für euch, nämlich in eurem 10. Sonnenhaus der Karriere. Da werdet ihr bestimmt gute Fortschritte machen und viel Anerkennung bekommen. Ständig haltet ihr Ausschau nach Gelegenheiten und davon wird es eine Menge geben. Es werden sich vielleicht sogar mehrere Verdienstmöglichkeiten für euch ergeben. Gerade selbstständige Wassermanngeborene
bedienen womöglich mehrere Jobs gleichzeitig. Aber am besten ist es, ihr entscheidet euch trotzdem, und zwar für den Weg, der euch am meisten Geld bringt oder die größten Wachstumschancen für die Zukunft verspricht. Auf der anderen Seite müsst ihr mit euren Ausgaben vorsichtig sein, denn Jupiter steht ja in Spannung zur Wassermannsonne und das heißt, man übertreibt es gern. Man überschätzt vielleicht Projekte und Verdienstmöglichkeiten und gibt dann zu viel Geld aus. Achtet immer darauf, dass ihr euren Zahlungsverpflichtungen nachkommt und übernehmt euch nicht bei Krediten und Neuanschaffungen. Den direkten Spannungsaspekt von Jupiter empfangen die Geborenen vom 1. bis 18. Februar. Für den Erlebnishintergrund ist dieses Jahr auch der Mars sehr wichtig. Er wird im Sommer rückläufig und wird sich dadurch insgesamt fast 5 Monate in eurem Zeichen aufhalten, nämlich vom 16. Mai bis 13. August und dann nochmal vom 11. September bis 15. November. Für euch heißt das, ihr seid zeitweise Superwoman oder Superman, ihr habt Kräfte ohne Ende und könnt ein enormes Pensum bewältigen. Mars gilt ja als der Triebplanet und ich denke, ihr werdet 2018 recht triebhaft sein, also viel Sex und Erotik brauchen. Und weil Mars auch der Planet des Egos ist, werdet ihr manchmal selbst über euch staunen, wie vehement ihr eure Interessen durchsetzt. Ihr könnt den Mars positiv nutzen, indem ihr unglaubliche Mengen an Arbeit wegschafft und indem ihr viel heißen Sex habt. Das kann aber auch negative Folgen haben, wenn ihr Kollegen und Weggefährten vor den Kopf stoßt und euch im Team egozentrisch und widerspenstig zeigt. Es wird Zeiten im Sommer und im Herbst geben, in denen Mars, Jupiter, Uranus, Lilith und die Venus Spannungen auf eure Sonne bilden. Und dann seid ihr wahrscheinlich, wie wir hier in Köln sagen, raderdoll. Also total heiß, was das sexuelle und verrückte Liebesaffären angeht, aber eben auch unberechenbar und schnell aus der Ruhe zu bringen. Ihr solltet euch wirklich für 2018 ein Sportprogramm verordnen, um diese Marskräfte in konstruktive Bahnen zu lenken. Ende Juni bis Mitte August kann es allerdings sein, dass ihr euch vorübergehend wie gelähmt fühlt, wie in einem Traum, wo ihr laufen wollt, euch aber nicht bewegen könnt. Da ist nämlich dann der Mars rückläufig im Wassermann und am besten ihr plant in dieser Zeit einen Relaxurlaub ein oder Aktivitäten, bei denen es nicht so drauf ankommt, dass man schnelle Fortschritte macht. Ab dem 6. August geht dann auch die Lilith in euer Zeichen und trifft sich gleich zu Beginn hier mit dem Mars und geht dann noch anschließend 9 Monate durch den Wassermann. Sie wird dazu beitragen, dass ihr die exzentrische Seite eurer Persönlichkeit stärker auslebt und dass sie auf andere zeitweise provokant wirkt. Wenn ihr bisher von euch immer der Meinung wart, ihr seid entspannt und unkompliziert, wundert ihr euch vielleicht, dass andere Menschen euch nicht zu verstehen scheinen. Aber es wird 2018 wichtig werden, dass ihr in Tuchfühlung mit den anderen bleibt. Denn ihr habt so eine gewisse Tendenz abzuheben mit euren fantastischen Ideen und Visionen. Und mit dem Jupiter gleichzeitig in eurem Karrierebereich kann es durchaus sein, dass ihr euren Einfluss überschätzt. Versteht mich bitte nicht falsch, wahrscheinlich sind viele eurer Einfälle genial und kreativ, aber das heißt eben nicht automatisch, dass alle scharf drauf sind, sie sofort umzusetzen oder auch nur, dass andere in der Lage sind, eure Gedanken nachzuvollziehen. Der Wassermann gilt ja ohnehin schon als zukunftsgerichteter Geist mit Anflügen von Genialität und nächstes Jahr wird sich diese Tendenz verstärken, weil ihr von Mars, Lilith und Uranus gewissermaßen angestachelt werdet. Ideal sind diese Einflüsse, wenn ihr kreativ seid und relativ frei in der Gestaltung eures Lebens und eurer Arbeit. Dann werdet ihr wahrscheinlich großartige Dinge hervorbringen und wahre Höhenflüge erleben. Aber wenn ihr in einem gewissen Korsett von Anforderungen und Abläufen steckt und mit Leuten zusammenarbeitet, die das konservativer sehen oder kein Verständnis für eure Einfälle haben, dann werdet ihr euch teilweise als unverstandene Genies fühlen und dann kommt der Rebell heraus, der im freundlichen Wassermann steckt. In dem Fall würde ich euch raten, euch immer zuerst mit Freunden und Vertrauten zu besprechen, was in euch vorgeht, was ihr für Ideen habt und wie sie das einschätzen. Beim Wassermann ist immer die Gefahr, dass er sich in einen geistigen Raum zurückzieht, wo ihn niemand mehr erreichen kann. Und das gilt auch für eure Beziehungen. Mit Mars und Lilith könnt ihr abwechselnd glühend heiß und eiskalt sein und das kann eure Lieben schon ganz schön irritieren. Natürlich lässt euch das auch enorm charismatisch wirken. Wenn ihr Single seid, habt ihr garantiert viele Verehrer oder Verehrerinnen, die euch vollkommen faszinierend finden.
Alle Einflüsse, die ich beschrieben habe, gelten natürlich nur für die Wassermann-Sonne. Ja, je nachdem, wie euer übriges Horoskop aufgestellt ist, werdet ihr darauf vielleicht auch entspannter reagieren. Das müsste man dann mal in einer persönlichen Beratung klären. Die Lilith wandert jedenfalls direkt über eure Sonne, wenn ihr zwischen dem 20. Januar und dem 7. Februar geboren seid. Und alle genauen Details dazu, was die Liebesplaneten im neuen Jahr so machen, erfahrt ihr dann im zweiten Teil des Jahreshoroskops. Zum Schluss habe ich noch eine gute Nachricht für euch. Am 8. November wird Glücksplanet Jupiter in den Schützen gehen und bildet damit einen schönen Freundschaftsaspekt zur Wassermannsonne. Viele Spannungen lassen sich dadurch ausgleichen und dann beginnt ein Jahr, in dem eure Freundschaften und auch euer berufliches Netzwerk Auftrieb erhalten. Ihr werdet neue Freunde und Gleichgesinnte finden und die Erfolge, die ihr 2018 erreicht habt, glücklich mit anderen teilen. Nach einem wilden Sommer und einem heißen Herbst habt ihr dann allen Grund zum Feiern. Das war euer Erlebnishintergrund 2018 für ein unglaublich aufregendes Jahr mit vielen kreativen Möglichkeiten. Alles über die Highlights und die kritischen Phasen des Jahres und natürlich, was die Liebesplaneten euch zu bieten haben, das erfahrt ihr in Teil 2 des Jahreshoroskops. Und Teil 2 wird rechtzeitig bis Neujahr online gehen. Wenn ihr euer persönliches Jahreshoroskop bei mir buchen wollt, seid ihr natürlich herzlich willkommen. Am besten ihr bestellt es über die Homepage oder ihr ruft direkt auf meinem Kundentelefon an. Und alle Infos findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Im Januar habe ich zwei wichtige Webinartermine für euch. Da ist einmal mein Webinar Saturn-Probleme heilen. Da freue ich mich schon sehr drauf, euch aus meinem Erfahrungsschatz ein paar goldene Regeln mitzugeben, wie ihr diesen Saturn-Transit meistern könnt. Von mir bekommt ihr nur solche Anregungen, die euch wirklich was nützen und von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Da bin ich ganz der Steinbock. Der Termin ist am Freitag, den 12. Januar um 17 Uhr. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar, wie immer in einer kleinen exklusiven Gruppe und jeder kann mir eine spezifische Frage zum Horoskop stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Falls ihr noch ein Geschenk sucht zu Weihnachten oder überhaupt für einen lieben Menschen, der sich auch für Astrologie interessiert, möchte ich euch meine Sternzeichen-Kolliers ans Herz legen. Ihr könnt sie über mein Kundentelefon bestellen oder über meinen Shop. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage. Zum Schluss möchte ich mich von Herzen bedanken bei meiner Tochter Marilene, die meine Videos immer so toll mit mir produziert. Und bei meinem Partner Ray Merriman. Ich habe viele, viele Gespräche mit ihm geführt, um die Jahreshoroskope vorzubereiten. Und ich möchte euch sein Buch Voraussagen für 2018 wärmstens empfehlen. Vor allem, wenn ihr euch auch für Finanzen und Wirtschaftstrends interessiert. Es kostet 59 Euro und ihr könnt es über Rays Homepage bestellen. Sie heißt www.mma-europe.ch und ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir zur Verlosung. Es gibt eine komplette Jahresvorschau mit mir zu gewinnen, also 45 Minuten Beratungsgespräch plus eine Audiodatei mit dem Mitschnitt im Gesamtwert von 155 Euro. Und diese Beratung könnt ihr wie immer gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Und schaut euch auch meine anderen Videos an, zum Beispiel meine Specials über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen, die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.